Hey Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, und heute zeige ich euch 10 Zeichen, die euch zeigen, dass ihr süchtig nach Brawl Stars seid. Und Leute, jetzt habe ich in dem Satz dreimal zeigen verwendet. Okay, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Nummer 1. In Wirklichkeit hast du eigentlich gerade Schule, aber was machst du? Du spielst lieber Brawl Stars während dem Unterricht. Erkennt ihr euch darin wieder? Naja. Wenn ihr das macht, seid ihr höchstwahrscheinlich süchtig nach Brawl Stars oder euer Unterricht ist einfach so langweilig, dass ihr lieber Brawl Stars zockt und eure Shelly auf 500 pusht, anstatt dem Unterricht zuzuhören. Naja, bei manchen Fächern kann das der Fall sein. Würde ich sagen, dass ich das noch nie gemacht habe, aber es ist definitiv ein Zeichen dafür, dass ihr süchtig nach Brawl Stars seid. Und wenn ihr das tut, dann weiß ich auch nicht, vielleicht denkt ihr mal ein bisschen darüber nach, wie viel Brawl Stars ihr wirklich spielt. Lol. Nummer 2. Du sprichst deine Freunde oder auch von dir selbst in dem Ingame-Namen. Also heißt, hey Zocker, 1, 2, 3, 4, 5, was geht ab oder so. Oder du sagst, oh, das hat der Feuerleuch wieder gut gemacht. Ja, irgendwie, das ist schon ein bisschen süchtiges Verhalten. Und wenn ihr das macht, dann, ja, vielleicht überdenkt ihr euer Spielverhalten. Lol. Oder ihr redet die anderen einfach normal an. Nummer 3. Vor jeder Runde schaust du, ob du noch genügend Akku hast. Weil bei 3% kann man kein Game nicht mehr starten. Es könnte nämlich passieren, dass der Akku zu Ende geht und du deswegen 10. in Showdown wirst. Ja, gut. Ist nicht so, dass ich das hier auch mache. Aber es ist schon ein bisschen komisch, wenn ihr vor jedem Game euren Akkustand checkt. Ja, und auch auf dem Akkustand bezieht sich unser Punkt Nummer 4. Du musst wegen Brawl Stars dein Handy 10-mal am Tag laden, weil Brawl Stars so viel Energie bei dir frisst und du den ganzen Tag nichts anderes machst außer Brawl Stars und deswegen dein Akku quasi tot ist, ja, dann bist du höchstwahrscheinlich süchtig nach Brawl Stars. Nummer 5. Du hast mehr als einen Account. Okay. Ich habe jetzt auch mehr als einen Account, vielleicht 5 oder 6. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man einen neuen Account erstellt, schaut mal oben rechts in der Infokarte das Video an. Da zeige ich, wie ihr euch einen neuen Account erstellen könnt. Und die Tage wird auch ein aktualisiertes Video dazu online kommen, weil das Video doch ein bisschen älter schon ist und ja. Gut, shit, werde ich Erster? Ich werde nicht Erster. Wartest mehrere Stunden, bis ein neues Event startet. Kennt ihr es auch so? Showdown, noch 1 Stunde 59, ach 2 Stunden, das ist gar nichts. Oh, was habe ich mein Mikrofon geschlagen? Das kann ich doch noch locker warten, die 2 Stunden, die neue Map. Ja, und dann? Was macht ihr die 2 Stunden? Verbraucht ihr eure Zeit und wartet auf die neue Map? Und warum macht ihr das? Weil es eine neue Map gibt und da könnt ihr natürlich Trophäen pushen und ihr kriegt einen neuen Token. Ja, ist mega krass, Leute. Nummer 7. Kennt ihr das? Ihr verliert so ein Game und in dem Game verliert ihr so 3 Trophäen und ihr denkt euch so, ach komm, machen wir nochmal ein Game, holen wir die 3 doch easy wieder rein. Im nächsten Game verliert ihr wieder Trophäen oder macht die 3 nicht bloß und am Ende zockt ihr mehrere Stunden, nur um eure 3 Trophäen wieder zu bekommen. Ja, vielleicht zeigt das auch, dass ihr süchtig seid. Nummer 8, okay, das habe ich tatsächlich bis jetzt noch nie gemacht und ich kenne auch niemanden, der es gemacht hat, aber vielleicht zählt ihr dazu. Du zerstörst dein Handy, weil du im Brawl Stars verlierst und so wütend bist, dass dein Mate so schlecht war oder dass die Runde so schlecht gelaufen ist, dass du dein Handy gleich zerstörst. Nummer 9, du spielst Brawl Stars bis tief in die Nacht, denn Brawl Stars ist so viel wichtiger als schlafen. Wenn du am nächsten Morgen aufstehst, um 6 Uhr in die Schule musst und du dir einfach nur denkst, Digga, wo ist die Nacht hin? Kann ich nicht noch eine Viertelstunde schlafen? Dann, Brawl Stars ist schuld, vielleicht solltest du weniger spielen. Und jetzt Nummer 10, Leute, das ist wirklich das einzig wahre Anzeichen, das wirklich wissenschaftlich belegt ist, und zeigt, dass ihr süchtig nach Brawl Stars seid, wenn ihr weniger als 900 Event-Tickets habt. Zum Glück habe ich 907, war auch echt ein harter Kampf und ja, also ich bin definitiv nicht Brawl Stars süchtig, aber wenn ihr unter 900 habt, dann würde ich vielleicht schon die Suchtberatung aufsuchen. Ja, okay Leute, dann würde ich sagen, spielen wir hier die Runde noch zu Ende, obwohl es so krass schon wieder laggt, Alter, ich hasse es einfach nur. Wir sind schon Vierter, das ist gut.
Übrigens, wenn ihr auch noch Punkte habt, die zeigen, dass ihr süchtig nach Brawl Stars seid oder irgendwelche witzigen Stories zu Brawl Stars habt, dann schreibt die gerne mal in die Kommentare oder schreibt es mir auf Instagram. Dann kann ich dir vielleicht mal ein anderes Video packen. Wäre auf jeden Fall mega nice von euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da, dass ich sehe, dass euch solche Videos wie dieses hier gefallen. Dann kann ich da mehr davon machen. Und Leute, dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Spielt nicht zu viel Brawl Stars. Haut rein und tschüss.